Wir sind in Österreich, in der Steiermark, in der Mitte von der Steiermark, in Eisenerz am steirischen Erzberg. Da wird Eisenerz abgebaut, das ist schon mehr als 1300 Jahre. Aufgrund dessen, dass wir in einem Bergbaugebiet oder in einer Aufbereitungsanlage uns bewegen mit der Sensorik, muss natürlich die eingesetzte Sensorik unglaublich robust. Und was Temperaturen angeht oder Dreck und Staub, muss schon eine gewisse Qualität zur Verfügung stehen. Und die EFM schafft das recht gut. Wir haben vom Drehzahlgeber bis Temperaturfüller bis Laserabstandsmessungen ziemlich ein breites Spektrum an Sensoren eingesetzt. Einfach aus dem Grund, weil wir unseren Prozess so optimal wie möglich betreiben wollen. Der Steilkegelbrecher, das ist ein Herzstück unserer Aufbereitungsanlage. Natürlich ein Aggregat in dieser Größe, kann man sich vorstellen, nicht so billig ist. Gerade hier ist es ganz enorm wichtig für uns, dass wir wirklich von den Vibrationen angefangen, über jegliche Temperaturen, über jegliche Füllstände der Ölaggregate, nicht irgendwie oder nur so halbwegs, sondern wirklich das ganz genau zu erfassen. Aus diesem Grund haben wir uns für die Sensoren von EFM entschieden. Also Digitalisierung ist bei uns in der Aufbereitung natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Eigentlich zum Kernthema seit vor fast 10 Jahren geworden. Und die Aufgabe war mehr oder weniger, die komplette Anlage zu automatisieren. Dafür sind sehr viele finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt worden. Und ja, 11 Jahre später haben wir es mehr oder weniger geschafft, haben wir die Anlage vollständig automatisiert. Naja, die Qualität der Produkte ist unheimlich wichtig und die Technologie des Produktes muss zur Verfügung stehen. Und vor allem bei EFM, was wirklich beeindruckend ist, einfach die Verfügbarkeit. Ohne Vertrauen ist es nicht möglich, vernünftig zusammenzuarbeiten. Das geht nicht. Der Support von EFM ist sehr gut.